Morgen, lieber André. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Interview. Du bist ein Gesundheitsberater, Shiatsu-Therapeut und auch Autor. Ich habe hier dein neues Buch vor mir liegen, das ich gerade gelesen habe. Hier geht es um Zuckergifte und andere Drogen und wie wir eben den Weg aus der Abhängigkeit wiederfinden. Und ja, hier ist so schön jemand abgebildet mit einer Pistole, der Zuckerpatronen in der Pistole enthalten hat und somit sich ganz Man schwach. sieht, du kannst es ein bisschen mehr nach, genau, so kannst du es zeigen. Ja, genau. Okay. Wo es eben ganz, ja, Schuss für Schuss eben mit dem Zucker so ganz langsam in den Tod führt. Und ja. Dann würde ich auch gerne direkt zur ersten Frage kommen. Die dreht sich nämlich um den Zucker. Und zwar, wie kommt es überhaupt zu einer Zuckerabhängigkeit? Und wie kann jeder für sich, ja, hineinspüren, ob er abhängig ist oder nicht? Ja, die wissenschaftliche Erklärung dafür ist ja, dass das Gehirn auf Zucker ähnlich reagiert wie Alkohol und andere Drogen. Es wurde auch in Tests mit Ratten auch gemacht. Natürlich sagt für mich ist es, diesen Tests sind nicht ganz so stimmig, aber es gibt ja die provokative Aussage einer Ärztin und Forscherin aus den USA, die sagt, Zucker ist 8-mal mehr süchtig machend als Kokain. Da gibt es ja ganze Studien drüber. Also das ist wirklich so. Und eben das, die wissenschaftliche Erklärung dafür ist, und das Gehirn reagiert auf Zucker ähnlich wie Alkohol und andere Suchtstoffe und schüttet vermehrt Dopamin aus. Das heißt, wir ganz einfach gesagt, wir haben ein gutes Gefühl kurzfristig. Es ist auch so, wenn wir von Zucker reden, generell reden wir ja immer von schnellen Kohlenhydraten, von Haushaltszucker, von Saccharose, ne? Auch Fruchtzucker oder, ne? Der Blutzucker geht hoch, 20 Minuten und kommt wieder runter. Und ne, von selbst. Aber gleichzeitig, wenn der Blutzucker so hoch geht, haben wir die Hormondrüse, die Pankreas, die das Hormon Insulin produzieren muss. Und wenn wir ständig Zucker konsumieren, geht der Blutzuckerspiegel ständig hoch. Man ist in einem Hoch, hat die Energie, kurzfristig aber nur, und kommt wieder in einen, also Hyperglykämie und in einen Hypoglykämie. Man kommt, weil zusätzlich ja Insulin produziert wird als Gegenspieler und den Blutzuckerspiegel wieder nach unten bringt. Und so entsteht schlussendlich auch Diabetes, weil die Bauchspeicheldrüse einmal ermüdet ist, weil das ist nicht dafür gedacht, dieses Organ permanent über den Tag verteilt Insulin produzieren zu müssen. Und es gibt ja auch Studien, Sie haben ja mal geschaut, welche Länder oder welche Orte auf der Welt, wo sind die Menschen am gesündesten? Und das war ja mal Okinawa auf Japan. Gut, heute ist es mit Japan auch ein bisschen anders. Aber diese Faktoren waren immer Menschen, die ganz einfach erklärt eine tiefe Insulinausschüttung hatten. Also hier im Westen ist es ja genau umgekehrt. Dieses Organ wird belastet, das ist unglaublich. So, also die erste Erklärung ist, also die wissenschaftliche Erklärung, eben, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Wir brauchen dieses gute Gefühl, man will immer davon, ne? Immer mehr davon, so wie der Spruch Schokolade macht glücklich. Ja, gut, halt einfach für den Moment. Jetzt heißt das nicht, dass man nie Schokolade essen kann oder nie was Süßes. Klar kann man das machen. Aber es ist halt einfach so, auch die Menge, und du kennst den Spruch bestimmt, wenn du deine Kochkurse machst oder die Leute fragen dich, ja, aber man kann ja, kann man denn trotzdem noch? Und einmal macht ja nichts. Das Problem ist diese Aussage, einmal macht ja nichts. Ich habe in meinen Beratungen eine Tabelle, wo ich das Alter des Patienten oder der Person eintragen kann, sage jetzt mal 56 Jahre, trägst du ein. Und dann wissen wir ja, dass im Durchschnitt der westliche Mensch 170 Gramm Zucker, also reinen Zucker pro Tag konsumiert. Jetzt klingt das nach viel, weil eine Tafel Schokolade
ist 100 Gramm schwer. Es wäre also eine Tafel Schokolade, die Größe einer Tafel Schokolade reinen Zucker, aber fast mal zwei. Und die 170 Gramm sind ja nur der Durchschnitt. Manche konsumieren überhaupt keinen Zucker in dieser Form und andere viel, viel mehr. Weil er ja auch überall drin ist, ne? Weil der überall drin ist. Genau. Sogenannte versteckte Zucker sind im Buch auch erklärt. Ja, ich esse keinen Zucker. Ja, ich hatte heute eine Spaghetti Bolognese, irgendwas, eine Pasta, Tomatensauce, überall ist Zucker drin oder Ketchup. Das ist ja im Grunde, sind diese Dinge, müsste man einteilen als Desserts, als Desserts, weil die sind, da ist so viel Zucker drin. Oder ich esse keinen Zucker, ja, was hast du gegessen? Ja, ein Joghurt. Ja, ist extrem, ist wie ein Dessert, ist extrem viel Zucker drin. In all diesen Dingen und sogar die neuen Produkte, sage ich mal, die aus der Gesundheitsbewegung haben, Mandelmilch, Sojamilch, 90% dieser Produkte haben Zucker drin. Auch die ganzen Soja-Desserts, die es gibt von Provamel, kenne ich seit meiner Kindheit. Gibt es genau noch zwei Sorten davon, die 500 ml Packungen von Provamel, Soja und Schoko. Die sind die einzigen, die keinen Zucker drin haben. Nur ein bisschen Reismalz, was ja ein guter Zucker ist. Die anderen haben alle Zucker. Und eben durch diese Fülle an Zucker sieht man eigentlich erst, das ist eine Zuckerepidemie. Ja. So extrem. Und wenn wir das eben rechnen, sag in der Tabelle, das Alter 56 Jahre mal die 170 Gramm pro Tag, dann kannst du sagen, pro Jahr im Schnitt, du bist irgendwo bei 60 Kilogramm reinen Zucker. Wahnsinn, ja. Das ist ganz extrem. Mhm. Und auf ein Leben, kann man sagen, 60, 70 oder 70 so der Durchschnitt oder 80 Jahre, du kommst auf über 5, je nachdem, 5 Tonnen, wenn du das zusammenzählst. Und da muss man sich mal fragen, wenn man dann den Menschen hinstellt und hier vorne so einen Lastwagen mit diesem Zucker und du weißt, das geht alles durch den Menschen durch und ja, irgendwo wieder raus oder wird halt gespeichert, dann ist man fett, was auch immer. Das, was er nicht ausscheiden kann und nicht verwerten kann, nicht verbrennen kann, da muss man sich mal fragen, es ist im Grunde ganz extrem, was der Mensch alles aushält, was der Körper alles verzeiht und aushalten kann. Ja, genau. Ja. Ja, und das ist ja nur ein Faktor. Dann listen wir noch auf, nicht nur die Zucker, sondern tierische Fette, die Umweltgifte, die Schwermetalle. Die Menschen, die sich da gar nicht bewusst sind, putzen ihr Leben lang zweimal täglich, wenn sie es machen, die Zähne mit einer Fluoridzahnpasta. Es geht alles ein. Also wenn du das dann alles zusammenzählst, dann musst du dann sagen, hier ist der Mensch und hier vorne hast du Lastwagenfüllungen von diesem Gift, eine ganze Armee, eine Armada, wo du sagst, das hier geht alles in einem Leben, damit man das mal visualisieren kann, zeige ich das immer so in der Grafik, geht alles durch den Menschen durch. Oder nein, das ist ganz, und das ist jetzt nur die physische Nahrung. Wenn du dann noch daran denkst, was wir alles an seelisch-geistiger Nahrung verarbeiten müssen, das ist also ganz gewaltig. Also ich sage, die Zuckersucht ist ja nur, die Zuckersucht ist nur ein Bereich, deshalb heißt ja das Buch Zucker, Drogen und andere Gifte. Ja. Jetzt kann man Zucker auch als Droge einteilen, weil alles, was ja süchtig macht, dann merkst du, ich bin süchtig, weil ich habe Symptome, aber ich brauche das trotzdem. Also ist es nicht nur eine Sucht, sondern eine Abhängigkeit. Mhm. Ja, es ist ja auch, wenn man dann weiterhin was isst oder konsumiert, von dem man weiß, es tut mir nicht gut und ich mache es trotzdem immer und immer wieder. Also das ist ja so dieses Kriterium der Sucht, ne? Ja, genau. Mhm. 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 Genau, und wo wir gerade jetzt bei unseren ganzen Umweltgiften und was wir eben an Nahrung zu uns zuführen sind, da würde ich gerne mal auf das Thema Weizen eingehen. Das ist ja auch in aller Munde. Mhm. Was sagst du denn dazu? Beim Weizen ist es ähnlich wie beim Zucker. Ganz einfach ist es so, generell bei Weißmehlprodukten, die haben fast einen gleichen glykämischen Index. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht hoch. Also fast genau gleichen glykämischen Index wie Haushaltszucker. Also auch da wieder, ja, ich esse keinen Zucker, aber ich
Was hast du gegessen? Ja, Brot. Ja, gut, Weißbrot. Blutzucker gedockt, deshalb kannst du auch vor dem Sport ein Stück Weißbrot essen. Die sind eben die auch schnelle Kohlenhydrate, die der Darm einfach verwerten kann. Kann man ja mal machen. Stirbt niemand dran. Auch wenn du eine Pizza isst, stell dir mal vor, was hast du denn auf eine Pizza? Weizenmehl, aber sicher nicht qualitativ Gutes, weil das muss ja rentieren. Weizenmehl, Tomatensauce, wenn die frisch ist, geht's. Meistens sind die ja nicht frisch, sondern ist auch Zucker drin. Tafelsalz, dann Käse, der Schinken, der drauf ist, jedes Fertigprodukt Fleisch. Ich kenne keins. Jedes Fertigprodukt, also jedes Fleischerzeugnis. Ich sage kein Stück Lammfleisch oder ein Hühnchen oder sonst was, wenn das jemand, ne, will. Aber alle Fleischerzeugnisse haben immer Zucker drin und zwar viel. Auch die Würste und so ein Zeugs. Und wenn du das auf dem grillierst, der Zucker karamellisiert. Und eben das ist so ein klassisches Produkt. Wenn du gerne Krebszellen züchten möchtest in deinem Körper, ja, dann iss einfach die Nahrung, welche in der Allgemeinheit verbreitet ist. Ja, aber das ist schon ein bisschen extrem gesagt. Ist es das? Ja, wieso ist es extrem gesagt? Über die Hälfte aller Menschen, jede zweite erkrankt an Krebs. Das heißt, und Trend steigend, wenn du mal die Statistiken anschaust, die Tendenz ist steigend. Und zwar jährlich kommen dazu, nur in Deutschland, eine halbe Million Menschen. Also das heißt, im Grunde kannst du dann sagen, das ist noch. Das ist eine Dunkelziffer und das ist noch viel mehr verbreitet, der Krebs. Nur sind die noch nicht diagnostiziert, weil du spürst den Krebs ja nicht einfach so. Es tut dir ja nicht weh, sind ja eingekapselt. Erst wenn man Symptome merkt, wie Müdigkeit und auch da, ja, aber verursacht durch den Weizen, wenn wir vom Weizen reden, glykämischer Index, erstens beim Weizen und zweitens ist es so, den Weizen, den wir heute haben, das ist ein sogenannter Hybridweizen. Ungefähr, man sagt seit den 70er Jahren, wo das aufkam, überzüchteter Hybridweizen, heute auch mit Glyphosat besprüht und also Pestiziden vom Schlimmsten. Das kann ja nicht gesund sein. Und dieser Hybridweizen, weil der so überzüchtet ist, hat der 60% mehr Gluten. Jetzt ist nicht das Gluten das Problem. Früher konnte man das gut essen, Weizenbrot, alles gut. Nur ist es so, dass die Leute in der heutigen Zeit, auch schon länger natürlich, aber wir reden von jetzt, schon so geschwächt sind, dass die auch einen normalen Weizen mit normalem Gluten gar nicht mehr vertragen. Das hat aber damit zu tun, weil der Darm schon so gestört ist. Ich sage immer, wenn jemand steigen will auf Vollkornprodukte und eben Urweizenprodukte, ne? Dann sagen die, Vollkornreis, ich habe immer nur weißen Reis gehabt, auch die Asiaten leider heute, Parfümreis und so, ich kann das nicht machen, weil ich kriege Darmprobleme, das heißt Verdauungsprobleme, ob das Blähungen sind oder Magenbeschwerden, sogar Krämpfe zum Teil, sage immer ja. Die Antwort ist, willkommen im Leben zurück, weil, ja, pass auf, weil das ist wie wenn jemand nie Sport gemacht hat. Und dann gibst du deinem Körper diese Belastung, Sport. Das Erste, was passiert ist, du kriegst einen Muskelkater. Das heißt halt mal Schmerzen, Gelenkschmerzen, wenn du älter wirst. Ne? Also dann, je nachdem, auch vom Alter abhängig, aber du hast diese Muskelkater. Ja, willkommen im Leben. Jetzt beginnst du mal wieder zu arbeiten. Und dasselbe ist mit dem Darm. Wenn wir immer nur diese Fertigprodukte und eben raffinierte Kohlenhydrate nehmen, wie zum Beispiel der Vollkornreis und der weiße Reis und der Urdinkel Vollkornweizen und ein Hybrid-Weißmehlprodukt, Weizen, Weißmehlprodukt, dann sind ja alle wichtigen Stoffe, alle wichtigen, ne, sind weggespelzt. Und der Darm muss gar nicht richtig arbeiten. Ich habe das in einem anderen Video erklärt, wenn wir Primärnahrung essen, dann muss der Darm das selber aufspalten und selber arbeiten. Er muss selber die Arbeit machen.
Das ist wie, wenn du jeden Tag selber zum Brunnen gehst, das Wasser holen, hast du deine Muskulatur und musst was arbeiten und so, Treppen gehen. Wenn du jeden Tag den Lift nimmst, use it or lose it. Wenn du es nicht brauchst, du verlierst es. Also wir sind dafür gemacht, was zu arbeiten. Und genauso ist es auch beim Weizen, dieses Gluten, weil schon mal 60% mehr drin ist, ist es schon mal erhöht, ob schon die Leute schon geschwächt sind. Und das Gluten enthält ein Enzym namens Gliadin, welches eben die Schilddrüse angreift und den Darm. Sehr viele, das hörst du heute überall, haben Hashimoto oder Schilddrüsenprobleme. Ja, ganz einfach, aber niemand sagt denen, lass mal den Weizen weg. Das ist nur ein Punkt, reicht natürlich nicht. Wie gesagt, das ist immer, das sind mehrere Faktoren. Und nur zu sagen, ich nehme jetzt Vitamin C oder jeden Tag ein bisschen Sauerkraut für die Enzyme und trotzdem isst du noch weiter dein Weizenbrot. Funktioniert nicht. Also wenn Weizen, dann ein Urweizen wie Dinkel, Kamut, Emmer und wenn das möglich ist, am besten Vollkornprodukte. Aber Wenn man da, ja? da würdest du schon sagen, dass man das gut in die Ernährung mit integrieren kann. Also, weil es gibt ja jetzt auch den Trend Low Carb und so oder gar kein Gluten mehr. Also, dass man diese Urkörner essen kann und in Vollwert. Ja, wieso nicht? Ist Ja, sogar wichtig, dass wir genau, ja. Getreide konsumieren. Es gibt diese Hollywood-Diäten, das kommt ja alles von da. Natürlich kann man das eine Zeit lang machen, wenn jemand Fett verbrennen möchte und sagt, ich möchte Gewicht verlieren und so, dann nimmst du eben, lässt du die Kohlenhydrate weg. Du kannst das eh nicht ganz, wenn du Gemüse isst, hast du auch Kohlenhydrate. Da geht es mehr einfach. Aber das ist wieder ein Trend von einem Extrem ins andere. Weil wir sind eine Kohlenhydrat im Westen, eine Kohlenhydratgesellschaft, viel zu viele schnelle Kohlenhydrate. Und dann sagt man, ich lasse alles weg. Nein, lass nur die schlechten Kohlenhydrate weg. Ist ganz einfach. Und dann nimmst du eben mal ein Urdinkelpasta, ein Urdinkelbrot. Und ich habe auch ein Rezept gepostet über ein Miso-Brot. Jeder kennt die Miso-Suppe. Ne, die japanische, das hat so viele gute Aminosäuren drin, das ist ein fermentiertes Produkt. Ne, beim Fermentieren entsteht die Milchsäure, sehr wichtig für den Darm. Die Japaner früher, die haben immer gesagt, jeden Tag ein Löffel Miso, also in der Miso-Suppe, ein Löffel Miso in der Miso-Suppe und du wirst nicht krank. Das sind so, ne, Leitsätze, die es gibt. Miso-Brot und das Brot ist eben speziell, weil es hat 50% gekochtes Vollkornreis drin. Und wenn du es dann, es wird dann gedämpft, das Brot, es wird wie ein Kuchen fast. Du kannst es mehr oder weniger feucht dann noch lassen, packst es in ein Tuch und das hält dir 5 Tage locker. Und dieses Brot hat so einen guten Geschmack. Du brauchst kein Salz dazu zu tun, keine Hefe, nichts. Es geht schön auf, kompaktes, richtig schweres Brot, wie das sein muss. Das ist eben eine Möglichkeit, wenn wir Brot essen wollen, nimmst du Vollkorn-Dinkelmehl. Wenn du willst, kannst du auch noch einen kleinen Teil Dinkel-Weißmehl dazu tun. Ist dann nicht schlimm, je nach Geschmack oder wie das Brot aussehen soll, um sich langsam anzugewöhnen. Und dann die Hälfte davon in die Schüssel beim Teig machen. Gekochter Vollkornreis. Weil die Körner enthalten ja die Feuchtigkeit. Und das Brot wird nicht so kompakt, nicht so hart, nicht so young, ne? Kompakt, nicht so young, ist viel besser verdaulich. So kannst du sagen, du hast eigentlich fast so, wie wenn du Reis essen würdest. Und das Gesündeste für uns ist immer noch das ganze Getreide und nicht das Mehl. Weil die Mühlensteine, die mahlen ja das Getreide und das wird nicht eingespeichert. Aber wenn wir das volle Korn essen, sind unsere Zähne die Mahlsteine, welche das Getreide aufspalten und einspeichern mit dem Speichelenzym Ptyalin, die Alpha-Amylase. Und das macht eben das Getreide basisch, weil alle Getreide sind außer Hirse. Hirse ist das einzige Getreide, welches nicht sauer verstoffwechselt wird, sondern eben, und zum Beispiel Hirse, aber wenn du Reis kochst, ist Reis als Kohlenhydrat wirkt es sauer verstoffwechselnd, also säurebildend. Aber wenn wir Reis kochen, geben wir eine Prise Meersalz dazu. Salz, Natriumchlorid, ist basenbildend. Also haben wir schon einen kleinen Teil dazu getan, damit es nicht mehr so sauer ist.
Und was man traditionell immer gemacht hat bei den Japanern, ist ein Streifen Kombu, die Meeresalge zum Beispiel, dazu getan. Oder du kannst eine Salzaprikose mitkochen. Das merkst du gar nicht, dass das Reis dann sauer ist. Plus eben, weil wir, deshalb ist Kauen so wichtig. Früher haben das die Eltern oder die Leute immer den Kindern gesagt, ja, schluck nicht nur runter, du musst kauen. Und auch bei Patienten, die Symptome haben, egal was, ist Kauen Nummer eins. Und ja, genau, das ist, geht dann weiter. Das ist dasselbe. Ich muss es noch, muss ich noch kurz Ganz, sagen, ja. hör mal, sag mal, muss ich noch kurz was dazu sagen? Hat es nichts mit dem Weizen zu tun, aber mit dem Kauen. Weißt du, deshalb sage ich auch immer, diese Smoothies. Ja. Ja, da kannst du das Beste von allem reintun, Wenn ich aber so. ein Faktor wird vergessen. Man kann das machen, aber nicht denken, das ist jetzt die Basis, ich tue mir was Gutes. Das ist mehr als Ergänzung und zur Freude. Aber Basis, du vergisst das Kauen. Du schluckst das Ding einfach runter. Und das Genau. Kauen ist die Basis, weil hier beginnt es als Ja. erstes. Gut gekaut ist halb verdaut. Ja, Gut gekaut ist genau. halb verdaut. Ja, ist das Ja. Wichtigste, das Kauen. Ja, Ja. deswegen empfehle ich auch immer die Smoothie Balls, also dass man sich auch noch Dinger hineinmacht, die eben gekaut werden müssen, damit man diesen etwas dickeren Smoothie dann Genau. kaut und alles Einspeichern. einspeichert, genau, um dann, dass es besser verwertbar ist. Ja, Das ist und eine gute Idee, ja, genau. ne, dann hat man seine frischen Sachen und sie, man muss sie kauen. Ja. Ja. Ja, dann kommen wir gerne mal zur nächsten Frage. Und zwar ist es ja so, dass jetzt viele Menschen in letzter Zeit Bücher über Gesundheit lesen und sich so Videos angucken und sie wollen etwas ändern an ihrer Lebensweise, schaffen es aber nicht. Sie bleiben eben bei den Industrieprodukten hängen und essen und fühlen sich ja trotzdem nicht satt. Der Magen ist zwar voll, aber sie haben immer noch das Gefühl, ich muss mehr essen und komme von dieser Ernährung nicht los. Kannst du uns dazu was erklären? Es hat erstens damit zu tun, weil es leere Kohlenhydrate sind. Also leere Kohlenhydrate heißt eben, das sind keine, sind erstens keine Lebensmittel mehr, weil die nicht mehr leben, tote Nahrung. Also keine Lebensmittel, sondern tote Nahrung. Und in Wirklichkeit ist es so, dass es nicht mal Nahrungsmittel sind. Zum Beispiel wie Haushaltszucker, das ist kein Nahrungsmittel, weil, das Wort sagt es schon, es hat keine Nährstoffe drin. Wirklich keine. Und wenn wir den Körper etwas wie eben Haushaltszucker, Kristallzucker, weißer Zucker zuführen, welchem diese ausgleichenden, basenbildenden Mineralien fehlen, muss der Körper die selber organisieren. Das heißt, wenn wir unserem Blut die ganze Zeit, jeden Tag, ne, säurebildende Produkte zuführen, sagt unser Blut, das ist die Homöostase, die Weisheit des Körpers, pass mal auf, du, ich würde total übersäuern. Und unser Blut muss ja immer einen pH-Wert haben von 7,3, 4 bis 7,4. Also ganz leicht basisch. 7 ist wasserneutral, 14 ist alkalisch, 1 ist die 1,2, 1, 1,5 die Magensäure. Also leicht basisch. Und da mag es nur sehr wenig verleiden, oder ertragen. 0,3 nach unten, 0,3 nach oben. Also, und du gibst dem Blut immer, dein Blut, wenn es mit dir reden könnte, es kann ja, nicht mit Worten, aber mit Symptomen, Genau, ja. reklamiert dann und sagt, du, ich gebe dir da mal ein Symptom, nämlich Gelenkschmerzen und 300 verschiedene Arten von Rheuma gibt es ja. Und das kannst du dann ignorieren und eine Tablette nehmen. So, das heißt, dein Blut reklamiert und sagt, ich bekomme von dir keine basenbildenden Stoffe. Ich muss die Basenpuffer irgendwo selber aus dem Körper nehmen. Und wo haben wir im Körper am meisten basenbildende Stoffe? Knochen. In den Knochen. Knochen, Kalzium, Magnesium. Und Kalzium, Magnesium sind basenbildende Elemente. Und wenn wir dem Körper solche Produkte zuführen, und zwar permanent passiert das, jetzt nicht nur Zucker, sondern auch tierische Eiweiße, Fleisch zum Beispiel, ist auch säurebildend. Zucker ist Yin-säurebildend und Fleisch ist Yang-säurebildend. Also beides ist säurebildend. Und wenn du mal die Ernährung eines
Durchschnittsmenschen anschaust, die sind total übersäuert. Ja. Das ist das Hauptproblem aller Krankheiten heute. Totale Übersäuerung. So, und das bedeutet auch, wenn man so viele leere Kohlenhydrate immer zuführt, die Nährstoffe fehlen und man denkt zwar, man hat man fühlt sich satt oder mehr sogar aufgebläht und überessen, kann nicht mehr, so satt, einfach voll, aber dem Körper fehlen die Nährstoffe. Und so sagt er dem Körper, du musst essen, weil dir fehlen die Nährstoffe. Also will man immer mehr, so wie ein hohles Brot eigentlich, du isst ein Brot, aber es ist nichts drin. Ja. Das fehlt dem Körper. Und er kann das nicht einfach so stehen lassen. Eben die Homöostase des Körpers, die Weisheit, die Homöostase muss ja aufrechterhalten, Blutzucker, Blutdruck, Temperatur und so weiter, alle diese Faktoren, Hämatokrit, Hämoglobin, Flüssigkeitsgehalt und so weiter. Und genauso ist es mit den Mineralien, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und so weiter. Und wenn die uns fehlen, wären wir schnell tot. Ja. Also macht der Körper was? Er nimmt es aus den Reserven. Nur war das so, wenn jemand sagt, kennst du das Argument, ja, aber meine Großmutter hat bis 90 noch so gegessen. Ja, aber die hatten in der Embryonalphase, in diesen 9 Monaten, von Embryo 4 Wochen dann zum Fetus, die Eltern, also ihre Mutter, die kannten den Zucker nicht so. Genau. Gab es einmal im Monat so ein kleines Stückchen Schokolade, sonst nichts. Die kannten das nicht so. Das heißt, und das ist der wichtigste Faktor, diese frühere Generation hatte eine ganz andere stabile Konstitution, das, was du mitkriegst. Und die können, wenn du eine gute Konstitution hast, kannst du auch schauen in meinem Immunologiebuch, die Ohren, die waren viel größer bei den alten Leuten. Richtig große Ohren und große Ohrenläppchen. Und in der chinesischen Medizin ist es so, dass man weiß, große Ohrläppchen zeigt an, dass die Mutter während der Schwangerschaft viele Mineralien dem Fetus gegeben hat, dem Fötus gegeben hat oder schenken konnte. Und in der heutigen Generation ist es so, dass die Mutter das gar nicht mehr kann, weil sie selber Mangel hat. Ja. Sie unterernährt eigentlich das Kind überhaupt. Und das ist das. Unterernährt an Nährstoffen, ne? Genau, Ja, ganz genau. ja. Und überernährt an leeren Ja, Kohlenhydraten. und dazu kommt ja noch, dass die Leute, die heute 90 sind, hatten ja zumindest ihre ersten 30, 40 Jahre auch noch eine Ernährung, die noch nicht so vergiftet war, wie jetzt in den letzten Jahrzehnten auf uns zugekommen ist. Ja, genau. Ja. Ja. Und ja, heutzutage ist es ja auch in unserer Gesellschaft so, dass wir auch viele andere Giftstoffe zu uns nehmen, die ja total in der Gesellschaft angekommen sind. Es macht jeder, es hinterfragt kaum jemand. Also morgens der Kaffee zum Wachwerden, abends ein, zwei Gläser Wein, um wieder runterzukommen und zu entspannen. Also da ist ja sehr viel, was wir so unserem Körper antun. Und was würdest du denn sagen, wie können wir da wieder rauskommen? Also in unsere Freiheit, dass wir das alles nicht mehr brauchen und dass wir unsere eigene Heilung anstoßen. Es ist immer, es ist, um in die Heilung zu kommen, es ist immer dasselbe Prinzip oder dasselbe Naturgesetz. Selbstverantwortung übernehmen. Das ist im Grunde dann alles. Und dann gibt es natürlich einen Weg dazu. Selbstverantwortung übernehmen, als erstes mea culpa, meine Schuld verstehen. Und eben nicht Schuld im juristischen Sinne. Ich habe schon so viele Menschen getroffen, die mir als Antwort sagen, was? Ich gehe doch nicht in die Schuld. Ja, dann bleib halt in der Unschuld. Es hat ja nichts mit, du wirst nicht verurteilt, Schuld. Nicht im juristischen Sinne, sondern Schuld im Sinne von Selbstverantwortung. Du hast es dir verschuldet. Wenn du 2 Wochen lang die Küche nicht aufräumst, stapelt sich alles. Das heißt, die Schuld häuft sich an. Und genau ist es mit deinem Bankkonto, mit all diesen Dingen, die Schuld häuft sich an. Und wenn du mit dem Auto fährst und du gehst nicht tanken,
dann musst du, es häuft sich an. Und so ist es bei all diesen Dingen. Und Schuld, wenn du einen kleinen Hautkrebs hast, ein Hautkrebssymptom, dann ist es dein Erfolg, weil du hast es verursacht. Und das ist der wichtigste Schritt, mea culpa zu verstehen. Und wenn wir den Bereich nicht verstehen und diese Haltung nicht einnehmen, gibt es keine Heilung, weil dann wirst du immer im Außen die Heilung suchen und die Schuld bei anderen. Ja, ich stelle immer vier Fragen bei mir und die letzte Frage ist immer, wer ist verantwortlich für deinen Zustand? Und wenn du übergewichtig bist, bist du verantwortlich für diesen Zustand? Und wenn du Muskulatur aufbauen willst und das hat, dann bist du verantwortlich für deinen Zustand. Und wenn du die Küche nicht aufräumst, bist du genauso verantwortlich für diesen Zustand, den du verursacht hast. Denn wir können immer nur das ernten, was wir gesät haben. Und wenn wir Gift säen in den Körper, dann können wir nur hier diesen Ausschlag ernten. Und es ist immer so. Wir können nur sehen, was wir ernten. Wenn nicht, dann nicht. Und das ist immer so und in jedem Fall. Also mea culpa, im Grunde die Selbstverantwortung. Dazu braucht es Vertrauen. Und das ist wieder dieser Bereich. Wenn Vertrauen fehlt, können wir auch nicht mea culpa verstehen, weil wir immer noch denken, jemand anderes muss das für uns tun. Ja, uns selbst auch zu vertrauen, dass wir es in der Hand haben und unsere eigene Selbstwirksamkeit dann zu spüren und zu erleben. Das ist ja auch ein wunderbares Gefühl, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen und dann Schritt für Schritt merkt, dass wirklich ich Dass dafür es verantwortlich funktioniert. bin. Genau. Ja, das kommt dann in der Praxis durch den Erfolg, Ja. kommt dann noch mehr Selbstvertrauen. Das heißt, dann befinden wir uns in einer Aufwärtsspirale, die aufwärts ist immer nach außen ins Licht, in die Größe. Ja. Und Abwärtsspirale ist immer, wie wenn du im Garten ein Loch gräbst, nach unten in die Tiefe, in die Enge. Unten kommt das Gestein, das wird hart, du kommst nicht weiter. Dunkel ist es da, dunkel und kalt. Also, das ist eine Abwärtsspirale. Und wer nicht in die Selbstverantwortung gehen kann, ist es in den allermeisten Fällen so, dass es an der Angst scheitert. Denn solange du in der Angst bist, bist du nicht im Vertrauen. Und wenn du nicht im Vertrauen bist, kannst du nicht in die Selbstverantwortung gehen. Aber deshalb ist der wichtigste Schritt, der erste Schritt überhaupt, egal ob jetzt jemand zuckersüchtig ist oder alkoholsüchtig oder egal welcher Stoff oder egal welche Symptome er hat, ja, Eigenverantwortung übernehmen und das wissen und verinnerlichen. Und dann hast du den wichtigsten und ersten Schritt gemacht. Dann hast du schon gewonnen. Ja. Zuerst gewinnen, dann beginnen. Genau. Dann hast du schon gewonnen, weil alles andere ist ja nur noch technisch, Es was du folgt dann dann. automatisch, wenn man das verinnerlicht hat. Ja. Genau, Weil man ja. dann den Weg erkannt hat und gar nichts anderes mehr möchte, ne? Das Prinzip ist immer, ja, weil wenn du mal erwacht bist, willst du nicht mehr zurück. Ja. Das ist so. Und wenn du noch zurückgehst, hast du das Prinzip noch nicht verstanden. Was nicht heißt, wir dürfen nie etwas Ungesundes essen. Nein, Ist nicht, das hat mit mir nichts zu tun. Das Mm. geht mich auch nichts an. Und das will ich auch niemandem. Das muss jeder für sich auf seinem Weg ganz alleine entscheiden. Da gibt es keine Wertung. Und wenn der sagt, ich kann nicht jeden Tag mehr eine Cola trinken, sondern noch einmal in der Woche, mir geht es gut dabei, ist es doch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Dann kann er das machen, wenn es ihm wirklich gut dabei geht. Mir würde es dabei nicht gut gehen. Ich weiß, wie das funktioniert. Also, das ist dann nicht meine Aufgabe zu sagen, ich kann nur Empfehlungen geben, Ja. lass es von, ich würde das weglassen. Aber wenn das jemand braucht für seinen Weg, dann
Ist das ein Weg? dann ist es ein Weg und dann ist es nicht nur so, dass ich das nicht den zwingen will, dass er das weglässt, sondern ich darf das gar nicht. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Jeder muss selber seinen eigenen Weg gehen und schlussendlich findet er so auf den Weg zurück zur Gesundheit Und zu sich, ja. und zu sich. Ja. Genau. Ja, es ist ein sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Danke Interview und auch. Ja. dann einen schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Danke.